So, dann gucken wir uns hier mal um. Hey, du hast ein aquablaues. Du bist eine Katze. Nikomata. Gott, siehst du scheiße aus. Nein. Ist nur etwas merkwürdig. Nimm das. Anders. Was? Hast du das auch mit hier in Ruhe? Was? Stört mich nicht, wenn ich mit diesem. Stört mich nicht, wenn ich mit diesem Kind hier spiele. Was? Soll das heißen, es macht ihm keinen Spaß? Was weißt du denn schon, du Mensch? Na gut. Also, wie gefällt dir das hier? Nimm das und jetzt hau ab! Au, haut die mich? Das Monsterkind ist weg. Oh. Ach, hey, was mache ich jetzt? Welches hat's meins in Ruhe gelassen? Der hätte ich eins auf die Nase gegeben. Irgendwo anders, oder? Große Fische, Fische, Fischis. Ah, Fische, Fische, Fischis. Uiuiui. Wie bist du denn? Auch ein, bist du eine Forelle? Bist du ein Lachs? Bin ich dich überhaupt raus? Nein. Verdammt. Was warst du denn? Königinnenforelle. Ich kenne Königsforelle, aber nicht Königinnenforelle. Ist ja schon wieder doof, Nuss. Ist hier kein Weg weiter? Ah, doch, da oben. Okay. Was mache ich denn heute mal? Ach so. Ich habe aber noch kein Geld, mir die Köderrute zu. Oh, Ruder. Die Königruder zu kaufen. Die Köderrute zu kaufen. Große Fischi-Fischis? Keine großen Fischi-Fischis, aber kleine Fischi-Fischis. Jetzt kriege ich ja da einen raus. Vielleicht haben die Ruten dann bessere Schnüre. Könnte auch sein. Dass er mehr Spannung auf die Schnur geben kann oder so. Oh, nicht Stachelwels. Hatten wir, glaube ich, schon mal einen. Ein rekordverdächtiger Honigstachelwels. Was mache ich denn? Nicht dahin. Da spielt die Musik. Mal gucken, ob ich es vielleicht diesmal schaffe. Oh, du bist was anderes. Das sieht fast aus wie ein. Sag's mir, Wiener. Wie ein Piranha. Ich kann mir gerade gar nicht vorstellen, was du sein sollst. Ich vermute auch erst rauskriegen, wenn du mir abgerissen bist, weil ich dich nicht rauskrieg.
Was für ein Kampf. Ich mag es gerade gar nicht mehr, ne? Komm wieder her. Oh mein Gott, ich krieg das Vieh. Was ist das denn? Marmorkarpfen. Ach. Aber wie ein Karpfen hat das jetzt? Naja, es ist DS-Grafik. Vielleicht sieht es besser aus, wenn es kleiner ist. Ich habe ja hier den Bildschirm ein bisschen vergrößert, dass ich überhaupt was sehe. Den nehmen wir mit. Ich muss mal langsam Tom mal wieder ein paar Fische zu fressen geben, damit er groß und stark wird. Groß und stark wie Flynn. Vielleicht wird er ja auch ein süßes Ei. Oder eine Melone. Oder eine Kiwi. Ach, du Schande, du bist ja riesig. Und dich werde ich wohl nicht rauskriegen. Wenn ich dich vielleicht müde genug kriege bei dem Karpfen, hat das auch funktioniert. Ist vermutlich. Also entweder ein Lachs oder eine Forelle. Ich tippe auf Lachs oder Forelle. Schnauzentechnisch hat's was von einer Forelle. Oder Lachs? Ah, es ist schwer zu sagen. Pixelgrafik eben. Du bist ja ganz schön widerspenstig, Freundchen. Das Gefühl, ich krieg den gar nicht mehr zu mir hin. Er sich so wehrt. Die Frage, wer wird eher müde? Er oder ich? Ich bin aber auch so ehrgeizig, ne? Ach, ist mir das Schnurspannung so ätzend. Mit dem Kescher hätte ich ihn gleich raus. Langsam nähert sich das Eichhörnchen. Aber man sieht es endlich mal Boden. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass man wirklich Boden sieht beim Angeln. Also hier so der Grund hier im Fischscreen. Das war knapp. Ha, jetzt komm doch her. Irgendwann muss er doch mal müde werden.
welches Gefühl vorher gebe ich auf, wie das er aufgibt. Komm schon. Sei nicht so. Ich will dich haben. Ich glaube, ich kann zwischendrin auch nichts essen. Verdammt. Ein Schwarzkarpfen. Ja, natürlich. Wir brauchen eine andere Angel. Vorher bin ich einfach müde. Also ich bin vorher einfach... Ich glaube auch nicht, dass ich ihn rausgekriegt hätte. Ich war ja schon unter die Hälfte gerutscht. Aber ich würde mal sagen, das reicht jetzt erstmal wieder. Ich habe fast 2 Stunden aufgenommen. Ich muss ja immer noch gucken, ob euch das überhaupt gefällt. Ja, wobei, es ist mir auch egal, ob euch das gefällt. Mir gefällt's. Ich find's lustig. So ein bisschen zumindest. Es spornt meinen Ehrgeiz an. Und ich würde sagen, nächstes Mal sparen wir. Wobei... Wisst ihr was? Eine Sache werden wir noch tun. Eine einzige Sache. Jetzt ist natürlich die Frage. Was machst du hier? Wollen wir um die Wette angeln? Was geht's denn? Also gut, dann hole ich einen Schiedsrichter. Wenn ihr um die Wette angelt, mache ich mit. Und ich bin Schiedsrichter. Ach, ausgerechnet du. Also, was sind die Regeln? Es geht um die Anzahl. Es gewinnt, wer die meisten Fische fängt, egal was für welche. Die Regeln sind allen bekannt. Dann fangen wir an. Seid ihr bereit? Auf die Plätze, fertig, los. Das ist schlecht, weil ich habe nur noch 5 Köder. Nein, doch, der ist jetzt weg, verdammt. Ich hätte doch einfach Schluss machen sollen. Na, ich wollte jetzt noch mir wenigstens die Köderangel holen für 500. Es fehlen ja nur noch 5 SP. Eine Schmerle. Oh, die kenne ich. Jetzt könnte ich mir eigentlich theoretisch... Oh, jetzt ist der Depp da weg. Ich kann mir keine Köder kaufen. Verdammt. Ach, ich dachte, es geht nur wieder darum, ja, fangen einen größeren Fisch.
Na komm her. Oh, ein Wels. Das ist aber ein kleiner Wels. Oh, was bist du denn? Hatte ich dich schon mal? Dein Sprite kommt mir gerade nicht bekannt vor. Jetzt komm doch her. Hab doch keine Zeit. Mensch. Goldkarausche. Nein, die hatte ich tatsächlich noch nicht. Oh, 9 cm. Armselige Goldkarausche. Für den Kampf, den ich hier hatte damit. Sag mal. Was sind denn hier für Sperenzchen? Komm wieder her. Verdammt. Wieder ein Karpfen. Ja, es hat ja jetzt eh keinen Wert. Ich habe ja bloß noch einen Köder. Soll einfach wieder gehen? Nö, schade. Ach Mann, warum ist denn der Spaß hier weg? Kann den Kram nicht einfach abbrechen? Da sind wohl nicht so viele Fische, aber besser als gar nichts. Was ist der Kasper hier? Hier geht es um die Anzahl. Reden ist Zeitverschwendung. Ja, ich habe eh bloß noch einen Köder, von daher. Komm zurück, wenn dein Köder wieder alle ist. Ein bisschen habe ich noch übrig. Oh, wenn ich das gewusst hätte, ernsthaft. Das war schon gar nicht mich selber. Was haben wir denn da? Ein Barsch? Westküstenstichling, ja, mit Sicherheit. Oh Gott, 2 cm. Komm, das hat doch keinen Wert.
Hast du mir jetzt Köder gegeben? Dann muss ich jetzt meine Spezialköder nehmen. Nö, ich habe jetzt keine Lust mehr. Ich werde jetzt nicht meine Köder hier verschwenden für so einen blöden Wettbewerb. Dann verliere ich halt. Das erträgt mein Ego. Aber wenigstens habe ich jetzt genug, um mir die Köderangel zu kaufen. Ich denke, damit lässt sich was anfangen. Auch wenn ich eigentlich schon sparen könnte für die Glaskrute, aber ich möchte vielleicht doch erstmal die Köderangel haben. Köter. Köder. Köderrute. Reden wir ein bisschen mit Tom. Reden. Ah, es flötet mich an. Magst du einen Fisch? Kann ich dir den geben? Sperle. Katzenwels. Die Grundel würde ich gerne mal behalten, weil davon habe ich jetzt, glaube ich, schon 3 Stück. Oder? Ist echt nur 2? Dann habe ich wohl einmal an den verfüttert. Guck mal. Okay, den mochtest du jetzt nicht so. Oh, jetzt flötet es mich nicht mehr an. Kann ich... Magst du auch Lachs? Flynn mag Lachs. Magst du auch Lachs? Oh ja, du magst auch Lachs. Dann fütter ich dich jetzt einfach, bis die Zeit rum ist. Wickst du denn auch mal? Magst du den? Den mag er auch. Ich wollte gerade mein Monster füttern. Und hier nun das Ergebnis. Au, au, au. Au, das hat eben geknackt im Dings. Rennen mit 6 gefangenen Fischen. Neko belegt Platz 2 mit 4 gefangenen Fischen. Manato belegt Platz 3 mit 2 gefangenen Fischen. Immerhin bin ich Platz 2. Und nun die Siegerehrung. Der Sieger hält als Preis einen Imbiss. Scheint so ungefähr hinzuhauen. Ich war ein bisschen angeschlagen. Heute darf niemand anders gewinnen. Damit ist der Wettbewerb zu Ende. Von mir aus. Ist jetzt mein Kasper wieder da? Der ist wieder da. Ich kaufe jetzt erstmal die Köderrute und dann für den Rest Köder. So. Jetzt habe ich wieder ein bisschen was. Jetzt bin ich zwar pleite, aber jetzt gucken wir mal. Das war eine gute Investition. Nicht. Naja, gut. Kunstköder. Ist die Frage, wie lange dann so ein Kunstköder hält. Wir gehen jetzt nach Hause. Zu unseren Beinen. Schnuffels? Nein, ich... Tut mir leid, Flynn, aber ich möchte doch lieber erst, Tommy mitnehmen, um den ein bisschen aufzuleveln. Ich möchte ins Bett. Gut, ja, wir haben uns jetzt eine tolle Köderrute gekauft, die nicht besser ist als unsere, weil man die scheinbar nur mit Kunstködern benutzen darf. Aber schauen wir mal, vielleicht die Glasrute werde ich vermutlich mit Fliegenködern benutzen dürfen. Schauen wir einfach mal. Oder das ist dann die stabilere. Dann sparen wir das nächste Mal auf die stabilere Rute. Da ich ja meine jetzt nicht mehr verkaufen kann. Vielleicht können wir auch eine Karte eintauschen. Die sind eh total nutzlos. Und, mal gucken. Kriegen wir vielleicht unseren, ich glaube, den mochtest du auch, oder?
Ja. Gucken wir mal, ob wir unseren Tom noch gelevelt kriegen. Schmerren. Willst du den Wels? Tom ist gewachsen. Und jetzt haben wir einen Also Flint war eine Orange und du bist ein Ich wüsste ja schon was, aber das wäre ein bisschen gemein. Das ist so ein Dreckklumpen. Tom ist warum bist du nicht grün? warum bist du jetzt so beige? Ich kenne leider keine Früchte, kein Gemüse, das beige ist. Flynn, hilf mir. Okay, Tom ist ein kleiner Erdknödel. So, fertig. Jetzt habe ich es gesagt. Es tut mir leid. Aber das passt zum Waschbär. Also wirst du ein Waschbär. Yay, Tom der Waschbär. Und deshalb würde ich sagen, ich mache jetzt Feierabend und wir hören uns in der nächsten Aufnahmesession wieder. Bis dann.